Hi, Guli, hallo, willkommen zurück auf der Auftaktmann am Mittwoch. Ich war ein bisschen beim Aufnehmen ein bisschen verwirrt. Das ist ja gar nicht die letzte Folge gewesen heute Morgen, die, wie ich gesagt habe, die ist ja jetzt, ne, für heute, ne, Mittwoch, zweite Folge. Mein lieber Freund, wenn man ein bisschen verwirrt ist. So, habe deswegen das Ding hier hingestellt, weil ich jetzt Stroh zu dem Kühnhof fahre. Die brauchen das. Und der Obi ist auch noch Stroh, habe ich gehört. Das sollte auch noch ein Lager sein, zumindest. Zumindestens. Und vielleicht müssen wir auch mal irgendwann wieder mal sowas wie Mischfutter herstellen für die Kühe. Das wäre nicht verkehrt, du. Also ich bin jetzt ganz ehrlich zu euch, ihr müsst jetzt ganz stark sein. ja, also die Hof Bergmann tatsächlich, wenn ich nicht das Ziel ausgesprochen hätte vor Monaten, dass ich hier mal eine Karte haben möchte mit allen Feldern, hätte ich die schon aufgehört, glaube ich, ne? Weil es ist zwar eine Karte, wo du viel machen kannst, ja, nicht viele Möglichkeiten, aber die vielen Möglichkeiten machen echt nur, ja, Sinn oder Spaß mit ein paar Leuten. Ja, wie die Snoogie Snoogie hat ja auch immer einen Haufen Leute da beim Zocken und da macht es Spaß und Sinn und was weiß ich was alles. Alleine ist das viel zu viel. Ja, das soll jetzt hier kein Aufruf werden für Multiplayer-Projekte, weil ich ja schon tausendmal gesagt habe, ich weiß gar nicht wie und wann. Genau. Aber, ja, das wollte ich nur gesagt haben. So. Das könnte wieder mal reichen. Oh, wieder mal reichen für ein paar Minuten. Wir gucken mal. Jetzt haben wir das Ding hier. Jetzt können wir auch mal gucken, was wir alles noch machen müssen. Zu den Schafen müssen wir auch Stroh fahren. Die brauchen auf jeden Fall immer noch. Also, nochmal, das Ganze. Ja, wie gesagt, ne? Weil momentan, favorite-mäßig, ist bei mir die Rade und die Stattenbach angesagt. Vor allen Dingen die Stattenbach, weil wir da auch vorhaben, den Hof neu zu gestalten. Da ist auch noch viel Arbeit dabei. Ja? Das heißt, wir müssen tatsächlich bei der Stattenbach Geld verdienen, dass wir überhaupt Geld haben. Und müssen mit dem verdiente Geld dann irgendwann mal Äcker kaufen und Wohn- oder Hofgebäude, ne? Das wäre, das ist so eine Sache. Aber egal, wir planen jetzt logischerweise hier dabei. Ich habe es gesagt und wir machen das jetzt auch. Ja, es wird jetzt auch hier keine Langeweile oder sowas von mir aufkommen, das ist mit Sicherheit nicht der Fall. Aber es kann nicht sein, dass viele sagen, das ist jetzt die Hof Bergmann, was du hier spielst. Da hast du, ja, grob geschätzt 10 bis 15 verschiedene Möglichkeiten, was zu machen. Käse, Butter, Brot, Apfelsaft, keine Ahnung noch was alles, ja, oder guten Tag. Oder Fässer, Fässer herstellen, so Sache, gell. Aber ja, wie schon gesagt, ich bin hier alleine und ich bin eh schon am Rotieren. Also ich habe ja schon erwähnt, dass wir entweder brauchen wir da eine Selbstfahrspritze irgendwann, ja, oder einen zweiten Drescher, wobei der zweite Drescher muss vielleicht gar nicht sein. Gern geschehen. Die haben eben so viel wie Danke gesagt. So, muss ich schon nochmal was hinfahren, so vierfach. Ah, immer wieder zurückspringen da. Das reicht jetzt erst einmal. Da fahren wir jetzt zu der Schafe ein bisschen Stroh. Die sind dann froh bei Stroh. Und dann können wir gleich wieder hochfahren. Ne, Quatsch. Ich wollte ja noch ein bisschen Mischfutter herstellen. Aber dann wird ja schön eine Schattenstelle, ne? Macht Sinn. Ist eh bald leer hier, sehe ich gerade. So, ich fahre jetzt erstmal ein bisschen Rohstoffe hoch zum Handymix.
Ja. Ich habe schon wieder die Befürchtung, wie das so ausgehen. Wir haben jetzt ein Spiel 10 vor 4. Die Felder werden wahrscheinlich über Nacht erst reif werden. Gehe ich stark davon aus. Kann man es nachschauen? Hier ist irgendwas drin. Aber was denn? Das sieht aus wie Stroh, ne? Ja. Stroh ist doch schon drin. Labadi. So. Jetzt kriege ich wahrscheinlich demnächst wieder einen tierischen Anschiss von euch, weil ich wieder das Mischungsfeld nicht mehr genau weiß. Von dem Fertigmix-Zeug da oben. Aber egal, wir machen dann Stück für Stück, dann sehen wir das. Dann sehen wir das schon. Silageballe müssen auch noch hoch, dann haben wir erstmal wieder alles oben. Ganz wichtig ist, dass die Ballen nicht runterkullern jetzt. Sonst wären es ja cooler Ballen und keine, ne? Dumm gebabbeltes Glei. Ja, ich bin deswegen ein bisschen leise. Ich habe wieder die Fenster auf hier, gell? Am Aufnehmen, und ich mag das eigentlich nicht, wenn ich hier, ja. Wenn die Nachbarschaft denkt, mit wem erzählt er denn? Mit wem erzählt er denn hier? Ja. So. Und weiter geht's. Ja, das sind so Folgen, wo ich absolut keinen Daumen und nichts erwarte hier, ne? Weil das ist einfach nur. Ja, was weiß ich was, ne? Ist ja nichts Besonderes. Aber gleich nehme ich auch wieder Gemeinderat in Stattenbach auf, dann wird es da wieder hoffentlich ein bisschen, ja, ein bisschen besser. Ja, nach von der Zeit her, ich habe es schon mitgekriegt, auch die letzte Woche, als ich eigentlich daheim war, zu Hause war, habe ich ja, keine Thumbnails zum Video gemacht oder vor das Video gesetzt, weil ich weiß auch nicht, also mich persönlich, ich muss jetzt doch nochmal auf das Thema kommen, mich persönlich ja, bewegt halt das ganze Thema, was wir schon seit Monaten haben, sehr, und ich informiere mich natürlich auch da wie ein Idiot, ja. Ich nerv hier schon mein College durch mit alles Mögliche. Also nicht, dass ich die glaube, die sind auch meiner Meinung, aber ja, die, ich nerv halt die Leute dort mit. Und das ist ein bisschen blöd. Als die Silageball wollen wir holen. Ja, ich mache mich halt schlau, ne? Weil ich, egal wie es ist und egal was andere Leute jetzt denken, ich, ja, will halt wissen, ob das alles so stimmt, was ich da erzählt kriege, ne? Und glaub nicht einfach alles. Und das finde ich sehr wichtig. Ja, weil ich habe zum Beispiel, ich bin hier mit Sicherheit keiner, der hier Sache behauptet oder Sache widerspricht, die ich nicht ja, schriftlich nachgelesen habe oder sowas. Ja. Meistens ist ja schriftlich, was man nachliest. Oh Gott. Ja, aber wenn ich zum Beispiel nur ein kleines Beispiel nochmal, zum Beispiel dann, ich habe zum Beispiel am Sonntag, habe ich die Livestreams der verschiedenen Protagonisten verfolgt. Ja, und es war höchst interessant. Und da war echt, also ich habe noch zu der Freundin gesagt, guck dann, was da los ist, das gibt's ja gar nicht, das ist ja der Hammer. Das letzte Mal, als ich die Straße 17. Juni so voll gesehen habe, das war bei der Fußball-WM, glaube ich. Und ja, also ich habe das gesehen, tatsächlich, das war live.
Und dann, wenn man auch Bilder sieht von der Love Parade von vor 19 Jahren, da haben dann die öffentlich-rechtlichen Mädchen und so weiter, haben dann halt auch geschrieben, 1 Million Leute bei der Love Parade oder sonst wo, ne? Und es waren mit Sicherheit am Sonntag nicht viel weniger Leute am Start. Und dann wurden natürlich in den öffentlichen Medien geschrieben, ja, zwischen, keine Ahnung, 10.000 und 20.000 Leute. Ja. Obwohl die Polizei vor Ort schon bestätigt hatte, dass es bestimmt 800.000 sind. Und das meine ich halt damit, ja. Das beschäftigt mich halt und da habe ich in letzter Zeit halt mich mehr darum gekümmert, als hier um, ja, für an mancher Seite Leute bestimmt mit Sicherheit wichtigere Sachen. So. Das heißt, sie sind da Heu reinwerfen. Hoi, hoi, hoi. Ist das Hoi? Ich habe keine Ahnung. Aber ein viereckiger Hoiballe? Nö. Dann gucken wir mal, was wir da reinschmeißen. Das wollte ich schon nur mal loswerden, ja, und weil ich auch kritisiert wurde. Ja, ein bisschen, ja, war jetzt nicht böse gemeint, garantiert, glaube ich nicht, aber weil halt gesagt wurde, ah ja, musste man das gucken und hin der gucken, ja, und die Fallzahlen angucken und hin und her und hast nicht gesehen. Ich guck mir die an, Leute. Ja, ich guck mir sie direkt bei der zuständigen Behörde. Ich will hier jetzt absolut nichts nennen, sonst wird sogar mein LS-Video gelöscht oder gesperrt. Ich guck mir die sogar bei der zuständigen Behörde an. Ja, und es kann dort sehen, dass es schlimmer geredet wird, wie es dann tatsächlich in dem im Dashboard oder im Bulletin von der Behörde drin steht. Ja, dann habe ich auch Artikel gelesen, dass dieser ominöse Test ja eigentlich dafür nicht geeignet ist und gar nichts aussagt, großartig. Ne? Dann haben wir mittlerweile festgestellt, das ist ja auch schon früher mal gesagt worden, ja, dass wenn in Ischgl hat man sich gewundert, dass 85% der Leute dort keine Symptome hatten. Ne? Was da wohl dran liegt, dass die schon immun sind gegen den Krempel. Durch frühere Erkältungen mit Coronaviren, ja, die gibt es schon länger. Und das sind halt alles Punkte, wo ich dann denke, Mensch, da kriegst du in den Nachrichten irgendwo oder in der Zeitung zu lesen, eigentlich so und so viele Neuinfektionen, ah, und ganz schlimm, und wir müssen aufpassen, ja. Aber, ja, es gibt vielleicht Leute, die welche kennen, ja. Am Sonntag ist zum Beispiel ein Polizist gefragt worden, live vor der Kamera, vor einer Handykamera, ja, ob er jemanden kennt, der erkrankt war. Da hat er gesagt, ja, kenne ich. Und ob er auch jemanden kennt, der nicht genesen ist. Da hat er gesagt, nein. Ja. Und hallo, jedes Jahr, Leute, ja, ist die Grippe unterwegs. Ja. Und wenn ihr Glück habt, hattet ihr die Grippe schon mal irgendwann oder eine andere Erkältung und dann habt ihr eh kein Problem mit dem neuen Gedönse. Ja. Das kann man alles nachlesen und es ist jetzt auch kein dumm Gelaber oder irgendwie was in die Welt gesetzt, was nicht stimmt. Man kann das alles nachlesen. Ne? Und deswegen bin ich da immer ein bisschen traurig und fassungslos, wenn man dann in die Zeitungen schaut oder die normalen Nachrichten schaut, was dann Leute Angst gemacht wird. Ja? Und weil ich auch angesprochen wurde von wegen, ich habe hier einen Abonnenten, und einen sehr, 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 sehr lieben Zuschauer, meiner Meinung nach, der wahrscheinlich meine ganzen Videos schaut. Und der ist nicht fit. Ja? Und da wurde ich ja auch angesprochen, wegen, ja, du hast so jemanden, der ist ja nicht, der ist krank und hin und her und was weiß ich, und hast nicht gesehen. Das weiß ich, Leute. Ja? Und ich hoffe für den kranken Abonnenten oder Erkrankten oder auch alle anderen Pflegebedürftigen und kranken Leute, dass die auch anständig gepflegt wurden und behandelt wurden in der Zeit. Ja? Ja, es ist ja auch bekannt, dass die Krankenhäuser Kurzarbeit angemeldet haben für über 400.000 Leute. Ja? Komisch. Ja, und deswegen, ich will hier keinen beleidigen, will auch keinem irgendeine Meinung aufpappeln oder aufzwingen. Ich wollte nur damit sagen, wenn hier irgendwas ist, dann habe ich mich informiert vorher. Ja? Und habe mich auch bei den Quellen informiert, jetzt klingelt es, ich teste viel zu ruhig sein. Habe mich natürlich auch bei den Quellen informiert, die mir immer gesagt kriegt, da soll man
sich informieren, das sind vertrauenswürdige Seiten. Und genau da kann man das auch nachlesen und genau da ist es auch so. So, ne? Ich habe jetzt nur ein bisschen erzählt, dass wir hier die Mischung wieder mal fertig kriegen. So, machen wir ein bisschen Fertigmischung, Futtermischmasch. Gut, liebe Leute, habt's Klingel gehört vielleicht. Trotz meines Erzählens und meines Gelabers muss aufgefüllt werden. Sehr schön, machen wir das nächste Mal. Am Samstag geht es hier auf der HB weiter. Und müsste auch wieder ein bisschen Gülle da sein, dass wir das wieder da hochfahren können, weil die Meldung kam, dass die BGA keine Gülle mehr, kein Substrat mehr hat. Gut, die haben Stroh. Die Schafe brauchen noch ein bisschen Stroh. Machen wir das nächste Mal. Hier wird gemischt, hier ist gebühlt. Alles klar. Das war die Fertimix Meinungsfreiheitsfolge, wenn man so will. Ne? Also, danke fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Tschüssi.